Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön erstmal, dass Sie trotz des Superwetters gekommen sind und Lust haben auf diesen Abend. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich begrüße Sie im Namen des Vorstandes der Körperstiftung zu unserer literarischen Reise ins Exil unserer Zeit. Das Exil hat in den letzten Jahren eine neue Bedeutung bekommen, explizit auch in Deutschland, würde ich sagen. Krieg und Verfolgung, das muss ich Ihnen nicht erzählen, sind die wesentlichen Ursachen. Deutschland ist Schutzraum und Exilland geworden. Darauf haben wir auch in der Körperstiftung reagiert. Wir engagieren uns in mehreren Projekten mittlerweile für Menschen, die in Deutschland im Exil leben und hier ihre Erfahrungen von Krieg und Vertreibung, vom Verlust der Heimat und vom Ankommen in einer fremden Kultur weitergeben. In Gesprächen wie heute Abend, in Veranstaltungswochen wie den Tagen des Exils, in Fachkonferenzen wie dem Exile Media Forum oder in der Unterstützung der Arbeit von Exiljournalisten in Redaktionen wie den von Amal Hamburg und Amal Berlin. Wir informieren, wir schaffen Plattformen und wir unterstützen ganz konkret auch beim praktischen Tun. In diese Aktivitäten reiht sich auch der heutige Abend ein, den wir gemeinsam mit dem Writers in Exile Programm vom PEN-Zentrum Deutschland durchführen. Sehr herzlich begrüße ich an dieser Stelle Astrid Fehstedt, die gleich noch einmal selber etwas zum Programm sagen wird. Das Writers in Exile Programm wurde 1999 mit Unterstützung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geschaffen. Es ermöglicht Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, einen längeren Aufenthalt in der Bundesrepublik. Sie erhalten ein monatliches Stipendium und der PEN bringt sie in Kontakt mit Verlagen und Redaktionen oder vermittelt ihnen anderweitig Auftritte. Drei der derzeitigen Stipendiatinnen und Stipendiaten des Writers in Exile Programms stellen wir Ihnen heute Abend vor. Anis Jafarimea aus dem Iran, Nazli Karabikoglu aus der Türkei und Baktash Siavash aus Afghanistan. Baktash Siavash wurde aus Sicherheitsgründen nicht in der Ankündigung der Veranstaltung genannt. Wir freuen uns, dass er hier ist und natürlich mit ihm auch die anderen Gäste. Noch einmal kurz zurück zur Körperstiftung. Diese Veranstaltung sollte eigentlich unter unserem Themenschwerpunkt Ukraine and Beyond laufen. In Veranstaltungen und Beiträgen beleuchten wir die Hintergründe des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und fragen danach, was dieser Krieg für die Menschen im Kriegsgebiet und in ganz Europa bedeutet. Und unter den Millionen ukrainischer Zivilisten sind natürlich auch zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in die Flucht getrieben worden sind. Und wir hatten gehofft, dass wir heute Abend auch eine von ihnen, Olesya Jeremtschuk, begrüßen können, aber sie ist leider erkrankt und musste kurzfristig absagen. Was bedeutet es, im Exil zu leben und literarisch zu arbeiten? Um hierzu ins Gespräch zu kommen, werden wir in einer Art literarischem Speed-Dating sehr kompakt nacheinander die Autorinnen und Autoren mit Auszügen aus ihrem literarischen Schaffen kennenlernen. In ihren Texten verarbeiten unsere Gäste unterschiedliche Themen, die mit dem Exil verbunden sind. Natürlich der Verlust von Familie und Freunden, aber auch der politische Kampf gegen Unterdrückung und für die Freiheit. Allen, die hier sind, ist gemeinsam die Erfahrung des Bedrohtseins und die Flucht vor physischer und psychischer Gewalt. Vor allem das, das ist ja klar, treibt sie, ihre Heimat zu verlassen und ein Leben in der Fremde zu suchen. Die Schauspielerin Katharina Schütz wird die Auszüge aus dem Schaffen unserer Gäste vortragen. Durch den Abend führt die Kulturjournalistin Melanie von Bismarck und später nach der Veranstaltung lade ich Sie noch ganz herzlich ein, wenn Sie Lust haben, zu einem kleinen Nachempfang im Foyer des Körperforums. Das ist ja etwas, was wir vor der Pandemie sehr ausführlich gemacht haben und womit wir jetzt einfach auch wieder beginnen wollen. Ich bin dann eigentlich auch schon durch und übergebe an Frau Fehstedt, die noch ein wenig über PEN und dieses Programm sprechen wird. Ich wünsche uns einen interessanten Abend. Herzlichen Dank. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Dittmar, Frau von Bismarck, Frau Wim Schulte, mit der wir ja sehr lange schon im Kontakt sind, um dieses Programm vorzubereiten.
Herzlichen Dank für die Ankündigung. Auch herzlichen Dank an die Körperstiftung für diese Einladung. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Abend, weil wir Gelegenheit haben, unterschiedliche Literatur aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche Lebensgeschichten kennenzulernen. Herr Dr. Dittmar hat ja schon kurz etwas zu den Beginn unseres Writers in Exile-Programms gesagt, was ich leite als Vizepräsidentin des PEN-Zentrum Deutschland und eben auch als Writers in Exile Beauftragte. Ich mache das ehrenamtlich. Wir haben aber gegenwärtig 3 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Und die Besonderheit unseres Programmes ist, dass wir vom Bundesministerium für Kultur und Medien finanziert werden, und zwar innerhalb des PEN-Zentrums Deutschland. Also das PEN-Zentrum Deutschland finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Und unser Programm hat eben die Besonderheit, dass wir eben staatlich gefördert sind. Und dieses Programm, wie wir schon hörten, wurde 1999 aufgelegt von dem damaligen neuen Kulturstaatsminister Michael Naumann. Und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger haben das bis heute mit großem Engagement auch immer weiter unterstützt. Das ist insofern auch besonders, als es ein sehr deutliches Bekenntnis der Bundesregierung ist zu diesem Programm. Damit haben wir auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, auch ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der vielen unterschiedlichen PEN-Zentren, die es weltweit gibt. Also es gibt uns ungefähr, es schwankt immer so ein bisschen, aber so um die 140 weltweit. Und wir stehen für die Freiheit des Wortes. Das ist ja so die Kernmessage der PEN-Zentren, auch die Freiheit des Wortes zu verteidigen und zu wahren. Und wir können, also weil bei uns in unserer Gesellschaft ja gegenwärtig die Freiheit des Wortes mehr oder weniger garantiert ist, würde ich mal sagen, haben wir eben auch noch Kapazitäten, um uns um andere Dinge zu kümmern, wie eben beispielsweise um exilierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und dass sich die Bundesregierung dazu auch bekannt hat und sagt, dass eben auch aus ihrer historischen Vergangenheit, unserer historischen Vergangenheit in Deutschland genommen und begründet hat, dass gesagt wurde, das steht in der Präambel unseres Programmes, vor knapp 100 Jahren, ab 1933, wurden Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland vertrieben, verfolgt, mit dem Tod bedroht, mussten sehen, wie es in anderen Ländern irgendwie Zuflucht fanden. Viele mussten ihren Beruf aufgeben, konnten nicht mehr überleben oder gerade mal überleben und ihr Dasein fristen. Und deswegen hat die Bundesregierung gesagt, wir möchten eigentlich etwas gut machen. Das ist also auch so formuliert in unserem Programm. Und wir möchten etwas zurückgeben. Und deswegen laden wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in einer möglicherweise ähnlichen Situation sind, jetzt hier zu uns ein. Und sie bleiben dann maximal 3 Jahre in unserem Programm. Das ist für ein Stipendium auch schon relativ lange. Und während dieser 3 Jahre können Sie, also im Grunde brauchen Sie nichts anderes tun, als eben Ihrem Beruf nachgeben, nämlich dem Schreiben. Sie müssen auch kein Geld verdienen, sondern Sie können wirklich sich ganz dieser Aufgabe widmen. Das ist also wirklich etwas sehr, sehr Schönes auch. Das Programm ist aber trotzdem auch sehr umfangreich. Also wir laden Sie ja nicht nur ein, dass Sie hier schreiben oder vermitteln Sie an Verlage oder machen Lesungen oder so Veranstaltungen wie diese, sondern wir begleiten Sie auch. Wir haben teilweise auch Betreuerinnen und Betreuer, wenn nötig, machen Ihnen mit Ihnen Behördengänge, leisten auch medizinische Hilfe, wenn es notwendig ist. Und das ist also doch ein Fulltime-Job, also auch für mich teilweise, die ich das ehrenamtlich mache, bin ich manchmal schon sehr viel damit beschäftigt. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, muss ich sagen. Es ist auch eine große Bereicherung. Also ich freue mich, dass wir diese Menschen hier haben. Ich freue mich jetzt auch, wenn ich die 3 hier vor mir sehe. Wir sind ja insgesamt 12 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie können sich gerne auch auf unserer Homepage des PEN-Zentrums, also PEN Deutschland,
mal darüber informieren. Es stehen nicht alle drauf aus Sicherheitsgründen. Wir haben jetzt noch 2 Plätze mehr bekommen seit ein, zwei Wochen. Und wir haben noch 2 Plätze zusätzlich jetzt für 6 Monate für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine. Also das ist nochmal eine besondere Geste auch der Bundesregierung, dass sie sagen, wir wollen auch hier noch Unterstützung schaffen. Wir haben einen kleinen Büchertisch noch draußen jetzt zum Abschluss, wo Sie Bücher gegen eine Spende gerne erwerben können. Wir machen da keine Geschäfte. Es sind auch noch ein paar andere Objekte dort. Es sind Taschen dort, es sind Blöcke da, Stifte. Das dürfen Sie alle gerne mitnehmen. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass Sie hier sind und wünsche Ihnen einen spannenden und interessanten Abend. Vielen Dank. Gleich hinterher. Ich hoffe, man versteht mich. Ja, wunderbar. Ich setze mich schon mal hin. Hier bleibe ich jetzt auch sitzen. Yes. Ich freue mich sehr, dass ich Sie durch diesen Abend geleiten darf und ich denke, es wird ein sehr spannender Abend. Wir haben wunderbare Gäste und Sie haben vielleicht gesehen, die Veranstaltung ist als eine Art Speed Dating angekündigt worden. Nun hoffe ich, wir wollen ja nicht hetzen. Es sind aufregende, es sind mitreißende, es sind berührende Schicksale, die hinter diesen Stipendiaten stecken. Und das wollen wir auch ein bisschen erforschen. Und vom Ablauf wird es so aussehen, dass ich als erstes Nazlı Karabiyokulu, ich habe es so geübt, nach vorne bitten darf. Ich werde sie kurz vorstellen. Dann liest Katharina Schütz dankenswerterweise aus einem ihrer Werke. Und dann unterhalten wir uns und dann kommt der Nächste dran. So machen wir das jetzt im Stück. Und ich hoffe, Sie erfahren so einiges. Nazlı, I would like to... Nein, ich brauche ja nicht zu übersetzen. Ich stelle Sie jetzt kurz vor. Die türkische Autorin und Aktivistin, geboren 1986 in Ankara, studierte türkische Sprache und Literatur und hat inzwischen 4 Erzählbände und einen Roman veröffentlicht. Nazlı Karabiyokulu, macht sich für die Rechte der LGBTQI-Gemeinde stark. Sie wissen, worum es da geht. Es geht um lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und queere Menschen, eine große, große Gemeinde. Sie hat in der Türkei die MeToo-Debatte losgetreten, die ganze Bewegung, und hat in der türkischen Literaturszene Missstände aufgedeckt, wie sexuelle Belästigung, Mobbing und eine Vergewaltigungskultur, und ist daraufhin dann aus der Verlagsgemeinschaft ausgeschlossen worden. Als queere Frau lebt die Schriftstellerin in der Türkei in ständiger Angst, verhaftet oder getötet zu werden, und sie ging freiwillig nach Georgien ins Exil. Darüber hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Sie ist außerdem Stipendiatin des Masterprogramms Human Rights an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg, wo sie an ihrem Master arbeitet. Wir werden jetzt einen Ausschnitt aus der Geschichte einer jungen Frau hören, aus einem Roman. Einer jungen Frau, die schon als Kind gemerkt hat, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt, die als junge Frau das Land verlässt. Und immer wieder schaut diese Heldin, Elfi, zurück auf ihre Kindheit. Bitte, Katharina. Nazlı Karabiyokulu, Auszug als Elfi, aus dem Türkischen von Eva Lakur. Sie wies mich an, auf dem Kissen Platz zu nehmen, das sie auf den Boden gelegt hatte. Ich hockte mich im Schneidersitz hin. Sie trat hinter mich, ließ sich auf den Knien nieder und ergriff mich mit den Händen an beiden Schultern. »Hast du dafür gesorgt, dass sie die rituelle Waschung vornimmt?«, fragte sie meiner Mutter, die weiter hinten auf dem Divan saß. »Hab ich. Adu bilai mina shaitana rachim.« »Mach die Augen zu und lass sie bloß zu, egal was passiert«, sagte die Hotscha. Ich nickte.
La fla va la cuvata ila bilile iela liel azimi. Sie hielt mich sehr fest an den Schultern gepackt und fing an, mir in den Nacken zu blasen. Mit dem Siegel des Propheten Suleiman, mit Erlaubnis des Khadir alaihis salam, versammelt euch. Gemeinsam mit der Frau in meinem Rücken wiegten wir uns vor und zurück. Sie war nicht furchteinflößend, sondern recht jung. Ihr zartes Muslinkopftuch roch angenehm. Ihre Hände waren klein und kühl. Durch den Pullover drang ein Schauder mir ins Fleisch. Versammelt euch alle, schnell, schrie sie und wiegte mich nun etwas schneller. Los, ihr alle, alle! Die Zeit drängte offenbar. Sie ärgerte sich über die, die sie anrief. Ihr Name war Gül und ihr Atem so machtvoll, dass er jedes Leiden heilen konnte. So hatte man uns erzählt. Die Dschinn waren also gekommen, hatten uns umringt. Alles in meinem Innern würden sie sehen, wie sehr ich meine Alte hasste und dass ich den Vater nicht liebte, dass ich mich immer dort berührte und ständig daran dachte, dass ich meine Stifte verbarg und sagte, ich hätte sie verloren, was ich zerbrochen, verschüttet hatte, alles ließen sie um mich kreisen und häuften es um mich herum auf. Holt das raus, befahl die Frau hinter mir, aber was? Schnell raus damit! Sie zog meine beiden Arme seitlich ausgebreitet nach oben, bis sie parallel zum Boden waren. Holt alles raus, ihr, alles aus ihr raus, raus damit, raus damit! Ich fühlte, dass meine Alte hinten atemlos zusah. Was würde aus mir kommen? Plötzlich öffnete sie mir mit einer Hand den Mund, drückte mir das Kinn nach unten. Aufmachen, Alfgir, sagte sie, sperre den Mund weit auf. Mit fest zugekniffenen Augen sperrte ich den Mund auf, das Kinn, als wolle ich es aus dem Schädel reißen, da er ja rauskommen sollte, was für ein Teufel auch in mir stecken mochte. Zieh es raus, zieh, zieh, nimm alles, du, du und du, nimm den Rest. Ein ständiger Wirbel von Kommandos. Mein Mund wurde trocken, mein Herz pochte jetzt schnell. Was soll geschehen? Sind Geister und Feen gekommen? Dabei hat niemand mir je das Märchen vom schwarzen Schreckgespenst erzählt. Sammelt alles ein. Sammeln, 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 festhalten. Lasst nichts entkommen. In dir, o Gott, suchen wir Zuflucht vor dem Fluch, der über Sodom liegt. Amen, sagte meine Mutter. Wenn du dich sexuell verirrt hast, suchen wir Zuflucht bei dir, o Gott. Amen. Treibst du Obszönitäten, die man in keinem Reich je vor dir beging? Bereue. Ich bereue. Tatsächlich hast du dich von Männern abgewandt und dich wollüstig Frauen genährt. Du bist wirklich von zügellosem Schlag. Bereue. Ich bereue. Bereue. Ich bereue. Mit dem Stab des Propheten Lut und der Führung des Propheten Jonas. Bismillahira Rahmanira Rahimi, sagte sie und steckte mir die Hand bis in den Magen. Packte es, zog es raus, was pervers und zügellos war. Lasst sie erbrechen! Was vom Frühstück übrig war, würgte ich heraus. Marmeladenbrot, Omelett mit Tomaten. Je mehr ich erbrach, desto mehr kam ich in Fahrt, desto mehr würgte ich. Sie trat mir hart in den Rücken. Reißt es mit Stumpf und Stiel aus, befahl sie dem Dschinn und mir. Brich, sagte sie, brich, 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 bis nur noch Galle kommt. Tu Reue, bekunde Reue, nehmt es, haltet es fest, nehmt alles mit, rottet den Unrat mit Stumpf und Stiel aus, der ihren Glauben besudelt. Ich ließ es sprudeln. Der Geschmack ihrer Hand klebte mir am Gaumen. Ich würgte noch mehr und weinte. Adu bilai mina shaiten aya rajim. Dreimal skandierte sie es laut.
Sammle dich nun. Sie zog mich an sich, drückte mir den Kopf an ihrer Brust. Sammelt alles ein, lasst nichts zurück, bringt es fort. Alles, was aus Elfje gekommen, gequollen war, sollten sie mitnehmen. Ich schlug die Augen auf. Beinahe blieb mir das Herz stehen. Zu sehen erwartet hatte ich die Djinn mit nach hinten gekehrten Füßen, kleinem Kopf und leuchtendem Körper, Engel, Feen und Waldgeister. Doch als einzige Wirklichkeit lag vor meinen Knien mein Erbrochenes. Etwas rann brennend meine Speiseröhre hinunter. Barakelahu minkum uwa alaikum und geht mit Gott, schickte Gülhotscha ihre Freunde blasend fort. In Ordnung, sagte sie und drehte sich zu meiner Mutter um. Die Arme war von einem sexuell abartigen Djinn besessen. Ab sofort soll sie bis zu ihrer Menstruation jeden Abend 21 Mal das Bismillah aufsagen. Sobald sie menstruiert, soll sie 666 Mal sagen. Und nach einer vollständigen Körperwaschung soll sie ihr Gebet verrichten. Wie viele Banknoten von Hand zu Hand gingen, während sie ihr Kopftuch richtete, konnte ich nicht zählen. Von drinnen kam ein kleines Mädchen, um mit einem Eimer mein Erbrochenes wegzuwischen. Aber aufgepasst, schickte die Hotscha uns einer Mahnung nach. Wenn sie noch einmal belästigt wird, sag Bescheid, dann müssen wir eine Verbrennungsseance machen. Warte damit bloß nicht zu lange. Elfje verließ den modrig riechenden Wohnblock und ließ mit dem Erbrochenen ihre Kindheit am Fußboden hinter sich. Denn Elfje war ein robustes Mädchen, das kein Djinn in Besitz nehmen konnte. Dankeschön. Sehr schön gelesen. Nasle, was wir eben gehört haben, da ging es um eine Art Teufelsaustreibung, eine Art Exorzismus. Passiert sowas tatsächlich in der Türkei, dass Eltern ihre Kinder zum Exorzisten bringen, um ihrem Kind die Homosexualität auszutreiben? Nun, das ist eine islamische Praxis. Das geschieht nicht nur in der Türkei, sondern auch in Ländern, die auch den Islam als Religion haben. Das ist aber kein Exorzismus oder kein Exorzist, der das ausübt. Es ist eine Hodja, ein Meister. Und ich denke, jedes Kind in der Türkei wird einmal im Leben ein Hodja sehen oder besuchen, weil sie vielleicht ein böses Auge haben, Nasash. Oder, ja, ich weiß nicht, weil es andere Störungen gibt, die nicht normal sind. Aber vor allen Dingen im Fall der Homosexualität. Und für die Homosexualität habe ich genau diese Szene geschrieben. Es gibt nämlich einige Experimente. Also ja, das geschieht, aber nicht nur für die Homosexualität. Also wenn du vielleicht ein bestimmtes Gen in dir hast, dann nehmen sie es heraus. Endet dann, und ich hoffe, ich nehme nicht zu viel vorweg, mit der Teilnahme der Heldinnen an der Pride Parade in Istanbul, bei der Menschen alljährlich für die Rechte von homosexuellen, trans- und queeren Menschen auf die Straße gehen. 2014 waren es in Istanbul rund 100.000 Menschen, die da zusammenkamen. Dann wurde die Pride Parade verboten. Dennoch fand sie am vergangenen Sonntag statt und mehr als 200 Menschen sind verhaftet worden. Man soll sie regelrecht gejagt haben, so konnte man in den Medien lesen. Wie schätzen Sie diese Vorgänge ein? Was bedeutet das für die LGBTQ-Gemeinde? Ja. Nun, letzte Woche
wurden 365 Menschen inhaftiert. Das ist die gesamte Anzahl. Und ich sehe diese Situation als Reflexion der Scheinheiligkeit des Präsidenten Erdogan. Im Jahr 2008 hat Erdogan den queeren Menschen in der Türkei Blumen geschickt, als er nämlich auch die Gemeindearbeit gelobt hat und gefeiert hat. Und jeder kennt natürlich schon, wie die AKP dann auch den Diskurs geändert hat. Und jetzt nutzen sie queere Menschen und LGBTQI+-Menschen als Instrument. Sie wollen auch die religiösen Gruppen in der Türkei provozieren. Sie nutzen dafür diese Gemeinschaft. Sie sehen das als eine Art Organisation an, aber es ist doch keine Organisation, es ist die Natur des Menschen. Und ich kann nur sagen, das ist einfach nur scheinheilig. Wenn man nämlich einmal die Medien in der Türkei liest, dann hat man das vielleicht schon gesehen. Es gibt sehr viele schwule, lesbische Menschen, auch in der Partei AKP. Es gibt viele Videos, auch in den sozialen Medien. Und sie sind dann homosexuell hinter verschlossenen Türen. Das ist dann für sie in Ordnung. Aber sich für die Rechte einzusetzen und Gleichheit zu fordern, das bedeutet für sie, dass man terroristisch ist. Ich bin eine queere Frau und ich bin stolz darauf, eine Terroristin zu sein, wenn ich für meine Rechte einstehe und für die Rechte anderer Menschen. Also das ist wirklich ein Wandel in der Politik dort, ja, das kann man schon sagen. Also war es richtig, dass Sie das Land verlassen mussten? War es für Sie zu gefährlich? Sind Sie deswegen nach Georgien ins Exil gegangen? Nun, als ich die Türkei verlassen habe, war das ganze Umfeld oder mein Umfeld stark verändert, vor allen Dingen nach dem gescheiterten Putschversuch 2016. Und nach diesem Fake-Putschversuch 2016 konnte ich fast gar nicht mehr auf der Straße frei herumlaufen. Natürlich war es schon spät abends immer schwierig, alleine als Frau auf der Straße herumzulaufen. Das war auch immer schon ein Problem, das zu tragen, was man tragen wollte an Kleidung. Aber nach dem Putschversuch habe ich gesehen, dass sich die gesamte Situation stark verändert hat. Und dann hat man wirklich Kämpfe ausgefochten, auch mit Männern, die zum Beispiel merkwürdige Kleidung getragen haben. Und dann wurde gesagt, das ist nicht dein Land. Da war ich wirklich schockiert. Es gab einen Genozid, es gab Mordversuche, ich fühlte mich unterdrückt und ich hatte schon die Angst, auf der Straße getötet zu werden, und zwar ohne Grund. Einige Frauen werden auf der Straße getötet von Männern, ohne Grund, selbst wenn die sich gar nicht kennen. Ein Mann sieht eine Frau, dann möchte er sie vergewaltigen und sie töten, und das geschieht im Jahr 2022. Und ich habe dann einfach diesen Entschluss gefasst. Also, wenn ich das tun muss, wenn ich für die Rechte anderer kämpfen muss, dann muss ich das außerhalb dieses Landes tun, weil ich das hier nicht tun kann, weil ich sonst in Gefahr bin, wenn ich so weitermache. Development that leads, es gibt noch eine andere Entwicklung, die in eine böse Richtung zeigt. Die Istanbul-Konvention kennen Sie wahrscheinlich alle. Das Europarat soll Frauen vor Gewalt schützen, indem sie vorschreibt, bei Gewalt gegen Frauen gesetzlich vorzugehen. Und die Türkei hat das Abkommen 2012 ratifiziert, hat es aber nie angewendet und ist vor einem Jahr auch wieder ausgetreten. Was bedeutet das für die Frauenrechte? Das ist keine gute Entwicklung. Ich glaube, das stimmt, und meine Erfahrung mit der Menschenrechtspolitik und auch als einfache Frau aus der Türkei kann ich sagen, dass dieser Rückzug
aus der Istanbul-Konvention schon ein großes Zeichen war. Die türkische Regierung hat damit ausgesagt, uns kümmern die Frauenrechte gar nicht und uns kümmern auch nicht die Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft. Das war also eine starke Botschaft von Erdogan selbst. Nachdem man sich nämlich aus dieser Istanbul-Konvention zurückgezogen hat, weiß ich nicht, ob es jetzt statistische Daten dazu gibt, aber das ist jetzt meine Beobachtung. Ich würde sagen, dass man tagtäglich sieht, dass die Frauenmorde mehr und mehr werden. Und das ist etwas, was gerade geschieht. Es schmerzt mich, darüber zu sprechen. Es gibt eine Frau, die kürzlich von ihrem Freund getötet wurde. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ihr Freund hat sie in einen großen Bottich, in ein großes Fass gesteckt und sie dann lebendig verbrannt. Und danach hat er Beton in den Bottich gefüllt und hat sie einfach dort belassen. Er wurde dann inhaftiert. Und was erwartet man dann? Was geschieht als Urteil für diesen Mann? Wie viele Jahre? Man würde sagen, lebenslänglich, oder? Nein, leider nicht. Das ist nämlich auch eine Auswirkung dieses Rückzugs aus der Istanbul-Konvention. Er kommt mit dem Mord davon. Der Richter hat sein Urteil auf 23 Jahre reduziert. Und der Grund dafür, warum das auf 23 Jahre reduziert wurde, war, dass sie sagen, dass die Frau Geld von ihm akzeptiert habe. Das ist eine schreckliche Geschichte. Sie und Ihre Übersetzerin Eva Lacour haben im April 2022 die Förderung des Deutschen Übersetzerfonds für Ihren Roman Elfi gewonnen. Können wir in diesem Jahr vielleicht noch mit einer deutschen Übersetzung rechnen? Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden wir die deutsche Übersetzung bekommen. Sie übersetzt noch gerade und hoffentlich wird das dann nächstes Jahr veröffentlicht. Am Ende merken Sie sich Ihre Fragen, falls Sie welche haben. Thank you very much. See you nachher. Ja, danke schön. Anissa, would you come up, please? Unser nächster Gast. Und ich werde den Namen wieder falsch aussprechen, obwohl ich ihn schon geträumt habe. Ist die iranische Schriftstellerin und Kulturaktivistin Anissa Jafari-Mehr. Sie wurde 1993 im iranischen Kurdistan geboren und ist dort aufgewachsen. Sie absolvierte ein Mathematikstudium, erwarb einen Bachelor in englischer Literatur an der Razi-Universität in Kermanshah. Bis 2015 verfasste sie kurdische Lyrik. Sie war Masterstudentin der Linguistik an der Universität von Kurdistan, als sie verhaftet wurde. Zweimal, 2019 und 2020, wurde Anissa Jafari-Mehr von iranischen Sicherheitskräften verhaftet, weil sie sich für den Erhalt der kurdischen Sprache und Kultur und für sprachliche Gleichberechtigung im Iran einsetzte. So wurde sie zum Beispiel auch Herausgeberin einer Zeitschrift mit Schwerpunkt auf der kurdischen Sprache und Literatur. In der Haft erlebte sie physische und psychische Gewalt. Die kurze Geschichte, die Katharina Schütz jetzt vorlesen wird, entstammt einem Sammelband. Der Titel ist Hände im Schatten. Und Sie haben, glaube ich, im Anschluss an die Veranstaltung hier auch die Möglichkeit, das Buch zu erwerben und es sich genauer anzusehen. Der
Text wirft ein Schlaglicht auf die Zustände in iranischen Gefängnissen. Und was er offenbart, ist schonungslos. Bitte. Anissa Jafarimer, Hände im Schatten, übersetzt von Hartmut Niemann. Die Tür öffnete sich. Die Wärterin stand mit einem Tablett auf der Türschwelle und rief in scharfem Ton: Azra, komm her und nimm das Tablett. Warum hast du die Karotten zerkleinert? Fragte Azra. Die Frage erschien mir fern und abseitig. Schweig, nimm es einfach und gib jeder ein Stück. Azra stellte das Tablett mit den Möhren in die Mitte des Raums. Die anderen Frauen, die sich alle mit irgendetwas Unergründlichem zu beschäftigen schienen, um Ablenkung zu finden, drehten sich um, warfen einen Blick auf das Gemüse und manche lachten. Andere wandten sich wortlos wieder ihren Beschäftigungen zu. Immer ist es deine Schuld, du Problemtante. Wenn du damals nicht so ungeduldig gewesen wärst und eine Stunde gewartet hättest, wäre jetzt, hörte man Stimmen auf dem Flur sagen. Zwei Wärterinnen und gut und gerne 10 gefangene Frauen zerrten eine weitere Frau herein. Von ihrem Geschrei wurde ich in eine Art Wachheit geholt. Ich beugte mich aus meinem Bett, um besser sehen zu können. Die in die Zelle gezerrte Frau, die nun mit dem Rücken zu mir stand, hielt den Gürtel ihrer Hose mit der Hand, während die anderen Frauen versuchten, ihr die Hose herunterzuziehen. Die Frau wehrte sich vergeblich. Die Widersetzlichkeit war erfolglos. Nur der Hosengürtel blieb in der Hand der Frau, als ihr die Hose von den Beinen gezogen wurde. Die Wärterinnen hatten nun ihre Beine gepackt und spreizten sie auseinander. Zwei der Frauen hatten ihre Ärmel hochgezogen. Razie war die erste, die ihre Hände zwischen die Beine der Frau steckte. Razie schüttelte unzufrieden schweigend ihren Kopf. Dann wurde sie von Zeynep zurückgezogen und Zeynep presste voll Zorn und Wut ihren Unterarm bis zum Ellbogen zwischen die Beine der Frau. Die atmete schwer. Die Frauen wechselten sich ab. Eine der beiden Wärterinnen blökte: Wo ist es, du schamlose Schlampe? Wo hast du es hingesteckt? Sie gab der Frau keinen Moment Gelegenheit zu antworten. Die andere reagierte im Kasernenhofton. Ist doch klar, dass sie nichts sagen will. Macht mal hin und sucht noch mal. Razie und Zeynep stritten sich jetzt um die Reihenfolge. Razie, du kapierst es nicht. Bring hier den Ablauf nicht durcheinander, du Luder, rief Zeynep wütend. Was ist denn, Schwester? Ist doch hier nicht die Schlange vor der Bäckerei, dass ich nicht an dir vorbei kann? Das hat doch nichts mit dem Alter zu tun, du Großmutter. Ich habe mehr Erfahrung als du, also muss ich als Erste in der zweiten Runde dran sein. Nun halt mal die Klappe, wenn du so erfahren wärst, hättest du es in der ersten Runde schon gefunden. Die anderen Frauen flüsterten. Sie hatten die Augen zusammengekniffen und beobachteten die Szene wie Geier, um nicht zu spät zu sein, wenn sie an der Reihe wären. Eine andere Frau redete dazwischen. Wenn es jetzt um Erfahrung geht, bin ich dran. Lasst mich mal vor. Razie und Zeynep aber verteidigten ihren Besitz. Die Stimme der einen Wärterin, sie hatte das rechte Bein im Klammergriff, durchbrach die Melange aus Geflüster und Geschrei. Keine von euch kann das. Zeynep, Razie, kommt her, ihr übernehmt die Beine. Wir suchen. Mal sehen, ob wir es nicht finden können. Die Wärterinnen sind noch bei der Untersuchung. Sie wühlen alles durcheinander. Ich schaue nur. Auf Hände, die ihrer Natur folgen und keine Grenzen kennen. Auf meine eigenen Hände mit den Handschellen schaue ich und auf die Hände der Wärterinnen, die meine Arme festhalten
und auf die der anderen, die bei jeder meiner Bewegungen ihre Gewehrläufe näher an mich heranrücken. Das Auffinden von hunderten unterschriebener Blätter mit der Forderung auf das Recht auf Studium in der eigenen Muttersprache, das ist es, was Ihnen diesmal den Vorwand zum Verhör liefert. Sie durchsuchen die Häuser. Es gibt immer wieder Hände, die anderen Händen gehorchen. Ihre Aufgabe ist es, die Köpfe zu inspizieren. Immer mehr Hände. Immer mehr Durchsuchungen und Hände und Durchsuchungen und wieder Hände und Durchsuchungen. Die Frau vor meinen Augen leidet mit jeder Bewegung der Arme und Beine mehr unter Schmerzen. Und die Hände der Frauen werden mehr und mehr. Eine kehrte mit einem Lächeln zurück und sagte, wenn ich gewusst hätte, dass das Spekulum so angenehm ist, hätte ich auf jeden Fall versucht, es einmal die Woche zu bekommen. Die Frauen versammeln sich. Sie lauschen still auch den kleinsten Einzelheiten. Es entspinnen sich Diskussionen und Gespräche darüber, wie jede das Spekulum erlebt hat. Wie die, die es noch nicht kennen, sich das Eindringen vorstellen, den kalten, glänzenden Chirurgenstahl. Ich war ungefähr 2 Schritte von ihnen entfernt. Ich lag auf dem Bett und ihre Gespräche vermischten sich mit meinen Gedanken. Durch die Geräusche ihres Lachens und ihrer Witze wurde ich aus meiner Welt herausgeholt. Eine misstrauische Angst hatte ich vor Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Mariam, die so schön war, als wäre sie aus Gedichten geboren, holte zwischen ihren Kleidern eine schon ganz vergangene Möhre hervor, der man ansah, dass sie sie eine Zeit lang versteckt hatte, und brachte sie zur traurigen Asra. Die habe ich für dich versteckt, heimlich. Nimm sie, aber pass auf, dass die Wärterinnen sie nicht sehen. Asra senkte den Kopf. Sie machte ein paar Schritte durch den Raum und stand nun mit dem Rücken zu mir vor meinem Bett. Ich wollte meine Hand auf ihre Schulter legen, aber dann schwang ich mich herunter. Ich stellte mich vor sie und hob mit der rechten ihren Kopf. Langsam. Behutsam, vorsichtig. Ich sah die Kraft ihrer Augen. Ich zog den kleinen Spiegel aus meiner Tasche, den ich stets verborgen bei mir trug, und sagte, du hast dein Bild schon lange nicht mehr gesehen. Seh dich an. Blick dir in deine Augen. Und dann komm und erzähl mir ein wenig von dir. Nun lag ich wieder auf dem Bett, meine Augen geschlossen. Und ich hörte die Schritte von Frauen, die sich neben Asra stellten, um in den Spiegel zu schauen. Die Tür öffnete sich. Die Wärterin rief Asra zu: Komm und nimm mir dieses Tablett ab. Asra beachtete sie nicht. Asra, dich meine ich. Bist du taub? Die Stille warf einen Schatten über einen Teil der Zelle. Hörst du nicht? Bist du taub oder schon satt? Aber Asra war gar nicht mehr in der Zelle. Sie war nun in dem Spiegel. Alle Möhren waren zerteilt. Vor jeder Frau stand jede Frau und suchte im Leib nach der eingeschmuggelten Freiheit. Alle Wirklichkeiten waren in dem Spiegel, der nun ein Dutzend Brüder hatte, die alle Frauen der Welt spiegelten. Und von weit klangen die Befehle der Wärterinnen aus einer Welt, in der es Gefängnisse gab. Zu mir herüber. Ich spürte die Hand in mich eindringen.
Ja, da muss man jetzt einmal tief durchatmen, denke ich, nach diesem Text. Was wir da gehört haben, das war ja eine, wie ich finde, zutiefst verstörende Geschichte. Und die Frage drängt sich auf, ob es sich hierbei um eine literarische Verarbeitung eigener Erlebnisse handelt, ob hier auch Erfahrungen eigener Leibesvisitationen eingeflossen sind, Anissa. Ja, ich habe diese Kurzgeschichte auf Grundlage dessen geschrieben, was ich im Gefängnis erlebt habe. Gerade bei den Leibesvisitationen habe ich selbst mich solchen Leibesvisitationen unterziehen müssen, und zwar 3-mal am Tag, während ich vom Gefängnis in das sogenannte Sicherheitsdirektorat übersetzt wurde. Eingriffen, so habe ich ihn gelesen, von Eingriffen in die Privatsphäre, Grenzüberschreitungen, Folter, Erniedrigung. Und zwar sind die Wärterinnen und die Gefangenen grausam und brutal. Dahinter steht für mich eine Verrohung, die jeden betrifft. Ist das etwas, was in diesen Gefängnissen passiert? Das, was im Gefängnis passiert, ist Versuch, alle zu kontrollieren, und zwar durch Demütigung und Erniedrigung. Und das eben durch Gewalt. Wie Sie gerade gesagt haben, geht es um die Gewalt der Gefängniswächterinnen, die aber natürlich auch Gewalt bei den Mitgefangenen hervorruft. Selbst ja Opfer von Gewalt geworden, hat Ihnen das Schreiben geholfen, damit fertig zu werden? Das ist natürlich ein falscher Ausdruck, aber jedenfalls das Erlebte zu reflektieren und zu verarbeiten in einer Form? Ja. Ich habe angefangen, Kurzgeschichten und Novellen zu schreiben, und zwar aufgrund dieser Erfahrung im Gefängnis und danach. Ich denke, es ist meine Pflicht, darüber zu sprechen, über diese Situation in den Gefängnissen. Und es hat mir geholfen. Ich kann über meine Erfahrungen sprechen. Ich kann sie teilen. Ich kann darüber schreiben. Und das darf man in Iran nicht. Wenn ich etwas wie das hier schreibe und es veröffentlichen kann, dann gibt mir das Freiheit. Woran Sie gerade arbeiten, woran Sie zurzeit arbeiten und in welcher Sprache Sie schreiben? Ja, gerne. Momentan arbeite ich in einem Buch für Kurdisch. Denn in Iran müssen alle ethnischen Gruppen sich auf Persisch unterhalten, und auch die Bildung muss auf Persisch erfolgen. Und es ist also meine Verpflichtung, mich gegen eine solche Politik auszusprechen. Ich schreibe auch Kurzgeschichten und Novellen. Und da geht es um Gefängnisse, das mache ich auf Kurdisch. Und ja, geht es auch noch um die Übersetzung? Nein, später können wir darüber sprechen. Gibt es die Übersetzung schon? Ja, wie Sie wissen, hat mir Pan Germany wirklich geholfen, dabei hierher zu kommen. Sie haben mir auch geholfen, meine eigene Arbeit zu übersetzen. Kultur wird im Iran unterdrückt. Es ist ja kompliziert mit dem kurdischen Gebiet, das sich über Iran, Irak und Syrien und die Türkei erstreckt. Ich habe jetzt mehrere Fragen. Können Sie von Deutschland aus etwas tun? Können Sie Ihre Kollegen unterstützen, die gegen die Unterdrückung der kurdischen Kultur kämpfen? Und können Sie vielleicht in kurzen Worten zusammenfassen, die Lage der Kurden, gerade im Iran?
Ja, das kann ich gern versuchen. Da geht es nicht nur um Aktivisten, da geht es um alle Menschen in Kurdistan. Denn alle Leben der Kurden sind in Gefahr. Wir haben ja Kurdistan, was sich über 4 Länder erstreckt, Türkei, Syrien, Iran und Irak. Und wir waren seit fast 100 Jahren im Krieg. Und da geht es um verschiedene Dimensionen des Kriegs. Da geht es um physischen Genozid, um Assimilierung, um Kolonialisierung. Und leider ist es so, dass wir keine Reaktion auf diesen Krieg in Kurdistan sehen. Dafür gibt es viele Gründe. Denn unser Land ist aufgeteilt. Wir haben keine unabhängige Regierung. Wir haben kein unabhängiges Land. Und deswegen ist das einer der Gründe, warum man keine Reaktion sieht. Und dann sind wir auch noch gegen die Politik mancher Länder, mit denen die Welt aber zusammenarbeitet, weil es gewisse Vorteile mit sich bringt. Da gibt es immer wieder diese laute Stille zur Situation in Kurdistan. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir hier in Deutschland, wenn wir das Wort Kurdistan oder Kurden hören, erstmal an die PKK denken oder sogar an Karl May. Viele Deutsche haben ja das Wort Kurdistan zum ersten Mal durch Karl May kennengelernt. Also es grassieren es viele, viele Vorurteile. Und es ist ja auch eine sehr, sehr komplizierte Situation, weil die Situation der Kurden in der Türkei ist wiederum eine andere als die bei Ihnen im Iran. Es ist schwierig. Ja, das stimmt natürlich. War jetzt keine Frage, tut mir leid. Ja, aber es stimmt. Die Situation ist sehr unterschiedlich. Und wir haben die Politik in der Türkei, die anders ist als die Politik in Iran. Die sind unterschiedlich zu betrachten. Very much. Ja, vielen Dank, Alice. Gibt es noch irgendwas anderes, was du mit uns teilen möchtest? Ja, vielleicht kann ich noch über ein paar Probleme in Kurdistan sprechen, wenn dazu noch die Zeit ist. 3 Minuten wird mir gerade gesagt. Ja, bitte. Ja, ich habe etwas vorbereitet zum Thema Kurdistan. Aber ich versuche es in die Kürze der Zeit zu bringen. Wie Sie wissen, haben unsere Kämpfer gegen Daesh gekämpft und auch gewonnen. Trotzdem werden sie Terroristen auf der ganzen Welt genannt. Wir haben viele solcher Probleme. Denn sie sind keine Terroristen. Sie kämpfen für ihre eigenen Rechte. Und ich möchte über ein paar Ereignisse in Kurdistan sprechen. Es gab einen Chemiewaffenangriff am 7. April 1987, durchgeführt vom irakischen Regime, und zwar in Sardasht, der Stadt in Kurdistan, in Iran, in der 110 Zivilisten gestorben sind und 8.000 verwundet wurden. Am 25. Dezember 1987 wurden 5.000 Menschen in Halabja getötet, auch in Kurdistan, aber im irakischen Teil. Am 31. April 1988 wurden 275 Menschen getötet in dem Dorf Sardeh und auch in den Dörfern von Nasadire. Und viele leiden immer noch von den Auswirkungen dieses Chemiewaffenangriffes. 2019 hat die Türkei einen solchen Chemiewaffenangriff durchgeführt in den Städten Serikani und Grisbi in Kurdistan im syrischen Teil. Und
die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistan, erleidet immer solche Chemiewaffenangriffe, die vom türkischen Staat durchgeführt werden. Das geschieht seit einigen Monaten und trotzdem ist die ganze Welt still und reagiert nicht auf diese furchtbaren Ereignisse und kooperiert immer noch mit der Türkei und liefert militärische Waffen. Wenn ich also über das Problem in Kurdistan spreche, dann kann ich das sicherlich nicht in 2-3 Minuten machen. Das könnte ich tagelang tun und dazu haben wir leider nicht die Zeit. Wir haben Hunderte von SchriftstellerInnen und JournalistInnen, die im Gefängnis sind, einfach nur, weil sie über ihre Rechte sprechen. Und wir müssen darüber sprechen. Und sie sind im Gefängnis, einfach nur, weil sie darüber sprechen. Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Dass wir danach... dass wir danach ja noch im Foyer auch Gelegenheit haben, unseren Gästen Fragen zu stellen. Baktash Siavash, herzlich willkommen. Sie haben es nicht angekündigt gefunden, dass wir einen Gast aus Afghanistan haben, wegen Sicherheitsbedenken. Wir werden das gleich noch zur Sprache bringen können. Ich stelle Sie kurz vor. Baktash Siavash, geboren 1983, ist ein afghanischer Journalist und Politiker. 9 Jahre lang, von 2010 bis 2019, war er jüngstes Mitglied des afghanischen Parlaments und danach leitender Berater des Präsidenten des Repräsentantenhauses. Er war zuvor unter anderem als Moderator und Produzent kritischer Nachrichtensendungen für Tolo TV tätig. Das ist ein führender Fernsehsender in Afghanistan. Er ist seit, ja, man kann fast sagen, 2 Jahrzehnten ein Beobachter und Analyst des Afghanistan-Konflikts. Baktash Siavash gehört zu einer sehr, in Afghanistan vor allem, sehr prominenten Journalistenfamilie, die sich für Menschenrechte und unabhängigen Journalismus eingesetzt hat seit vielen, vielen Jahren. Das Familienoberhaupt, Vater Davud Siavash, gründete eine kritische Zeitung, an der alle Familienmitglieder beteiligt sind. 2 Brüder von Baktash und seine beiden Schwestern. Einer fehlt. Denn am 7. November 2020 erlitt die Familie einen schweren Schicksalsschlag. Yamah Siavash wurde am 7. November durch eine Autobombe getötet. Yamah, ein jüngerer Bruder, Mitglied des PEN, war ein sehr beliebter Nachrichtenmoderator, eine Art Star, so wie die Nachrichtenmoderatoren, wie ich gelernt habe, in Afghanistan, wie Filmstars gehandelt werden. Und bis heute ist nicht geklärt, wer hinter dem Anschlag steckt. Denn die Familie, die Regierung hat die Taliban beschuldigt. Die Taliban haben gesagt, nein, wir waren das gar nicht. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Die ganze Familie ist auf Einladung des PEN und des Vereins Weimar Stadt der Zukunft im Mai 1921 nach Deutschland gekommen und damit in Sicherheit gebracht worden. Hintergrund: in Afghanistan hat sich die Gewalt in den letzten Monaten unter anderem durch ganz gezielte Tötungen von Journalisten, Politikern und Menschenrechtsaktivisten sehr verschlechtert. Wir hören jetzt einen Artikel von Baktash Siavash. Das ist eine knallharte politische Analyse der wirklich sehr komplizierten Machtverhältnisse und der vielen wechselnden Allianzen in Afghanistan, verfasst im September vergangenen Jahres. Bitte, Katharina. Baktash Siavash. Pakistan verfolgt gegenüber den Taliban eine neue Strategie des Teilens und Herrschens. Der Name: IS Khorasan. Genau 2 Jahre nach der Gründung des politischen Büros der Taliban in Katar im Jahr 2015 kündigte der Islamische Staat die Gründung eines Zweigs
in Khorasan an, den IS Khorasan. In den Jahren der US-amerikanischen Präsenz in Afghanistan, inmitten eines heftigen Konflikts, bekam die Welt unwiderlegbare Beweise für die engen Beziehungen zwischen den Taliban und der pakistanischen Regierung. Von der Ermordung des Al-Qaida-Führers Osama bin Laden über den Tod von Mullah Muhammad Omar bis hin zur Ermordung von Mullah Akhtar Muhammad Mansur in Pakistan. Daraufhin übte die Welt einstimmig Druck auf Islamabad aus, um die Taliban an den Verhandlungstisch zu bringen. Nachdem sie erst lange auf ihrer Position beharrt und sich geweigert hatten, sahen sich die pakistanischen Vertreter gezwungen, eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten zu treffen, die zur Errichtung des politischen Büros in Katar führte. Das Abkommen Pakistans mit den Vereinigten Staaten stellt eine offene und verdeckte Änderung der Politik des Landes gegenüber Afghanistan dar, das Pakistan im Gegenzug für ein Abkommen mit den Amerikanern als Druckmittel in den Ring warf. Die Tötung und Vertreibung der Anführer und Anhänger der Tehrik-i-Taliban Pakistan, der TTP, im Osten Afghanistans, wurde von Pakistan für sich beansprucht, das nach Angaben des ehemaligen Taliban-Sprechers unter dem Schutz der afghanischen nationalen Sicherheitsbehörde stand und von der indischen Regierung durch Finanz- und Waffenhilfe unterstützt wurde. Infolge der Vereinbarung bombardierten die USA alle Verstecke der Gruppen im Osten Afghanistans, töteten ihre Anführer und zwangen sie, Afghanistan zu verlassen. Pakistans neue Strategie besteht darin, die Taliban in Gemäßigte und Hardliner zu spalten und seinen Einfluss auf beide Gruppen aufrechtzuerhalten. Die gemäßigten Taliban in Katar werden von beiden Seiten, auch von der internationalen Gemeinschaft, unter Druck gesetzt, eine integrative, die Rechte achtende Regierung zu bilden. Der Preis einer solchen Regierung wäre jedoch, dass die Taliban die Prinzipien und Werte aufgeben müssten, für die die Gruppe in den letzten zwei Jahrzehnten gekämpft hat. Das Dilemma, vor dem die Taliban-Führer stehen, wird zu einem von zwei Szenarien führen. Das Streben nach internationaler Anerkennung könnte die Gruppe weiter spalten, da sich die Hardliner der Taliban vermutlich von den Anführern verraten fühlen würde, denn diese streben eine gemäßigtere Haltung an, um Legitimität zu erlangen. Entscheiden sich die Anführer für Mäßigung, werden sie unter den Hardlinern ihrer Gruppe wahrscheinlich einen starken Rückgang erleben. Und versuchen sie, die Hardliner zufriedenzustellen, werden sie die Unterstützung des Rests der Welt verlieren und isoliert dastehen. Beide Szenarien werden dazu führen, dass das vom Krieg zerrissene Afghanistan weiterhin Schauplatz von Kämpfen sein wird. Aus diesem Grund hat der pakistanische Militärgeheimdienst Inter-Services Intelligence den IS Khorasan bereits identifiziert. Viele der afghanischen Taliban, die das Abkommen der Gruppe mit den USA nicht gutheißen und die Verhandlungen als Verletzung ihres Dschihads betrachten, schließen sich dem IS Khorasan an. Mit dem Auftauchen der Gruppe wird Pakistan nicht länger internationalem Druck ausgesetzt sein, da der IS ein arabisches Phänomen ist, an dessen Entstehung Pakistan nicht beteiligt war. Unterstützung für den IS Khorasan. Ein kurzer Blick auf die Geschichte des IS zeigt auch, dass die Gruppe, die in Afghanistan unter dem Namen IS Khorasan aktiv ist,
für sein Überleben finanzielle Mittel, Waffen und einen Rückzugsort benötigt. Allerdings unterscheidet sich der IS in operativer Hinsicht stark von anderen Terrornetzwerken. Es handelt sich um eine extremistische sunnitische Gruppe, die das Kalifat wieder zum Leben erwecken will und dafür Ressourcen einschließlich Land benötigt. Die Gebiete, in denen der IS aktiv war, waren Länder, in denen Sunniten eine Minderheit darstellten und die Macht in den Händen schiitischer Herrscher lag. Die geografische Lage und die Zusammensetzung Afghanistans, ein Land mit einer sunnitischen Mehrheit und einer schiitischen Minderheit, würden die Errichtung einer Hochburg in dem Land verhindern. Die einzige gemeinsame Grenze Afghanistans mit dem Nahen Osten ist der Iran, der den Islamischen Staat in der Region entschieden bekämpft. Der IS Khorasan ist jedoch in den östlichen Provinzen Afghanistans entlang der pakistanischen Grenze aktiv, da er Waffen aus und Unterschlupf in Pakistan benötigt. Deshalb wurde der IS Khorasan unterstützt, um ein Wiederauftauchen der TTP zu verhindern. Das Abkommen zwischen den USA und den Taliban geht jedoch nicht auf die Bedrohung durch den IS Khorasan ein, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass diese wieder auf den Plan treten wird. Durch ihre Aktivitäten im Osten Afghanistans und an der Grenze zu Pakistan verfügt die Gruppe über genügend Kämpfer, um die Rückkehr der TTP in diesen Gebieten zu verhindern, die in den letzten Monaten an Dynamik gewonnen hat. Außerdem würden die Taliban angesichts der Bedrohung durch den IS Khorasan wahrscheinlich mit den USA und der NATO zusammenarbeiten, um geheimdienstliche Informationen auszutauschen, was zur Präsenz internationaler Spezialeinheiten in Afghanistan führen würde, um den IS Khorasan zu bekämpfen. Dies würde es den Vereinigten Staaten wiederum ermöglichen, eine begrenzte und strategische Präsenz in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Durch ihre Präsenz könnten die USA mit Hilfe von Satellitentechnologie Russland und China überwachen. Ein Grund mehr, die Präsenz in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Dankeschön. Eine unglaublich komplizierte Gemengelage, die nicht auf den ersten Blick zu durchschauen ist, auch wenn man nicht drinsteckt in der Materie. Dieser Artikel erschien am 19. September 2021 in der liberalen indischen Online-Zeitung The Print, also kurz nach dem Abzug der internationalen Truppen und damit auch nachdem die radikal-islamistischen Taliban im August 2021 die Kontrolle wieder erlangt hatten. Meine Frage ist jetzt, Sie waren da schon mit Ihrer Familie in Deutschland. Hätten Sie diesen Artikel auch veröffentlichen können, als Sie noch in Afghanistan gelebt haben? Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute vor so einem großartigen Publikum sprechen zu dürfen. Der Artikel wurde ja gerade gelesen, aber da braucht man noch sehr viel mehr Details. Die pakistanische Taliban, TTP, das ist vielleicht nicht bekannt und das Publikum muss wissen, worum es geht. Das ist jetzt der kürzeste Auszug, der kürzeste Überblick. Aber man braucht natürlich mehr Details, man muss mehr darüber sprechen. Um Ihre Frage zu beantworten, ehrlich gesagt ist die Antwort nein. Und der Grund dafür ist, dass die Taliban sagen, dass sie nicht die Stellvertreter von Pakistan sind. Und jemand, der diese Situation herausfordert,
hat natürlich nicht die Möglichkeit, solch einen Artikel zu veröffentlichen und zu schreiben. Und die Taliban glauben auch nicht an die Meinungsfreiheit. Die Taliban möchten einfach nur, dass alle Menschen das tragen, was sie tragen. Sie sollen so denken, wie sie denken. Und sie sollen nur über die Dinge sprechen, die für sie wichtig sind. Also die erlaubt sind auszusprechen. Daher ist die Meinungsfreiheit in Afghanistan zurzeit sehr eingeschränkt unter dem Taliban-Regime. Die Frauenrechte, die Meinungsfreiheit und die Medienfreiheit werden von den Taliban unterdrückt. Es gibt keine Meinungsfreiheit und die Antwort ist nein. Das wäre nicht möglich gewesen. Gruppen in Afghanistan außer den Taliban versuchen, politische Berichterstattung zu unterbinden. Und warum versuchen sie das? Zurzeit sind die Taliban die, die das Land beherrschen. Sie kontrollieren das Land und sie verwehren den Afghanen auch die Menschenrechte. Die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht. Die Menschen haben nicht die Möglichkeit, ihre Meinung frei auszusprechen. Aber wir vertrauen darauf, dass die internationale Gemeinschaft auch die Tür öffnet, dass jetzt Verhandlungen stattfinden, dass die Taliban auch in westliche Länder eingeladen werden. Es ist schon beeindruckend, dass jetzt talibanische Führungskräfte in westliche Länder reisen und nun auch von westlichen Beamten willkommen geheißen werden. Die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen haben kürzlich angekündigt, ganz kürzlich, dass 21 der Taliban-Gouverneure, Politiker und Minister auf einer schwarzen Liste der Vereinten Nationen stehen. Aber diese Leute auf der schwarzen Liste reisen oft in der Welt herum, verhandeln weltweit. Und wir kämpfen ja für die Meinungsfreiheit. Wir kämpfen für die Demokratie in Afghanistan. Und wir sehen jetzt dieses doppelte Spiel. Diese Leute, die Teil eines terroristischen Netzwerks sind, die Menschen, die 9/11 zu verantworten haben, die eigentlich von der internationalen Gemeinschaft nicht toleriert werden sollten, die reisen jetzt herum. Warum geben wir denen jetzt das Land als Geschenk zurück? Das ist meine Frage an die Welt. Und die Welt sollte diese Frage beantworten. Und ich bin mir sicher, dass die internationale Gemeinschaft auch müde ist, sich die afghanische Geschichte anzuhören. Es gibt diese alten Konflikte und die internationale Gemeinschaft ist vielleicht auch müde, Afghanistan zuzuhören. Aber das ist auch nicht die Möglichkeit, sich der Verantwortung zu entziehen. Wir brauchen nämlich einen sicheren Hafen. Und jetzt haben wir ihnen den sichersten Hafen gegeben, den Terroristen. Jetzt gibt es einen sicheren Hafen für Terroristen. Und wenn es uns egal ist, was hier in Afghanistan passiert, wenn man sagt, ach, ich komme aus einem westlichen Land, mir ist das egal, warum sollte ich tausende Kilometer reisen, um mich dem Problem zu widmen, dann muss man sagen, dass die Dinge, die jetzt am 11. September geschahen, vielleicht auch wieder geschehen könnten. Es ist möglich, dass wieder Terroranschläge durchgeführt werden. Ihre Denkweise hat sich nicht verändert. Ihre Arbeitsweise hat sich nicht verändert. Was sich geändert hat, ist die internationale Gemeinschaft. Wir haben akzeptiert, dass wir geschlagen wurden, dass die Frauenrechte mit den Füßen getreten werden. Und die größte Demokratie weltweit hat nun ein Abkommen mit den Taliban in Katar geschlossen. Also ja, man kann jetzt die Tür öffnen für die Frauenrechte, für die Bildung. Das ist jetzt nichts Besonderes für die Taliban. Ihre Natur ist gegen die Frau. Und man kann diese Natur der Taliban nicht ändern. Aber um diese ganzen Szenarien verstehen zu können, ja, wird die Regierung einfach in die Hände dieser bösen Taliban gelegt. Und häufig wird gedacht, dass die
dass nur die Afghanen leiden müssen. Aber ich bin ein Afghane, der das Land verlassen hat. Und wir leben in einer globalisierten Welt. Die Welt ist ein kleines Dorf und wir sind zu stark vernetzt. Wir hängen auch voneinander ab. Man kann nicht sagen, mir ist das doch egal. Wenn wir heute sagen, ach, was in Afghanistan geschieht, ist mir egal, dann wird man morgen in der Zukunft viele Dinge sehen, die die Welt verändern. Ich weiß, dass sich die Prioritäten in der Welt verändert haben. Der Ukraine-Krieg ist die Priorität zurzeit. Und all die Aufmerksamkeit ging in die Richtung Ukraine. Und das gibt auch der Taliban eine Möglichkeit. Alle berichten über die Ukraine und jetzt töten die Taliban die Menschen vor Ort. Die Frauen haben keine Rechte auf Bildung. Die Medien werden unterdrückt. Sie sind nicht mehr frei. Die Frauen haben keine Rechte, sie dürfen sich nicht im Fernsehen zeigen, sie dürfen keine Nachrichtensprecherin sein, sie dürfen ihr Gesicht nicht zeigen. Und das findet alles während des Ukraine-Kriegs statt. Dass die Taliban es schwerer hätten, wenn die Augen der westlichen Medien intensiver auf Afghanistan gerichtet wären? Und wenn wir nicht jetzt alle nur in die Ukraine schauen würden, sondern wenn die Aufmerksamkeit da wäre, wäre die Situation dann da auch besser? Würden die Taliban tatsächlich sich mehr in die Enge gedrängt fühlen und anders agieren? Ich verstehe den Wert der Ukraine für die westlichen Länder, weil wir schon solch eine Rolle gespielt haben, als die Mujahedin in Afghanistan waren. Und wir waren dann die, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Und die Afghanen wurden dafür unterstützt. Die sogenannten Mujahedin oder die Kriegskämpfer waren die engsten Verbündeten der westlichen Länder. Die Vereinigten Staaten, die EU, die haben bezahlt, um die Sowjetunion zu bekämpfen. Und ich verstehe den Wert der Ukraine. Die Ukraine ist eine Tür für die europäischen Länder. Die Bedrohung für die Ukraine ist viel größer für die europäischen Länder als Afghanistan zurzeit, weil Afghanistan weiter weg ist. Aber mit Respekt und vor diesem Hintergrund verlange ich trotzdem von der internationalen Gemeinschaft, nicht die Taliban so machen zu lassen, wie sie es gerade tun, dass sie einfach nur die Afghanen beherrschen. In diesen Tagen bezahlt die internationale Gemeinschaft auch die Taliban. Das sind Steuergelder, das ist ihr Geld, was sie bezahlen. Das geht an die Regierung. Diese Taliban-Regierung wird bezahlt. Wofür? Dass Frauen ausgeschlossen werden, zur Schule zu gehen oder damit Afghanistan ein sicherer Hafen für die Terroristen wird? Deswegen sage ich, wir sollten eine Balance finden in Bezug auf die Berichterstattung über globale Krisen. Diese Krisen beziehen sich nicht nur auf die Frage, wo etwas geschieht. Ich würde jetzt gerne noch mal wieder zu Ihrer Familie kommen. Meine Frage wäre, ob auch Sie Drohungen bekommen haben oder andere Familienmitglieder Drohungen bekommen haben. Das ist ganz interessant für das Publikum und für Sie. Wir wurden nämlich nicht nur bedroht von den Taliban. Wir wurden auch von der Regierung bedroht, die gewählt wurde, die von der Welt ausgewählt wurde, von Ashraf Ghani. Der Vizepräsident hat, nachdem meine Familie und ich den Internationalen Strafgerichtshof angerufen haben, um die Ermordung meines Bruders zu untersuchen, hat öffentlich geschrieben, dass wir nicht so einen Aufstand machen sollten, dass wir unsere Stimme nicht erheben sollten. Sie haben gesagt, wir sollten nicht blind jemanden verurteilen oder den Finger auf jemanden zeigen. Wir wollten, dass die afghanische Regierung drei Dinge tut. Nach der Tötung meines Bruders sind wir zur Regierung gegangen und wir haben gesagt, wir wollen wissen, was die Taliban gemacht hat. Und
da ging es immer darum, mit den Fingern auf andere zu zeigen und andere zu beschuldigen. Und wir hatten drei taktische Fragen. Wir wollten einmal Zugang zu drei Dingen. Erstens, das Auto, was explodierte. Wurde ja zu unserem Haus geschickt, da ist mein Bruder eingestiegen und dieses Auto parkte vor der afghanischen Zentralbank, also einem Regierungsgebäude. Und dieses Gebäude hat Überwachungskameras und wir haben die Regierung gebeten, dass wir Zugang zu den Überwachungsvideos bekommen. Letzte Nacht war das Auto dann noch auf dem Parkplatz oder nicht mehr auf dem Parkplatz, als das Auto dann um 7 Uhr meinen Bruder abgeholt hat. Wo kam das dann her? Wir wollen Zugang zu diesen Überwachungsvideos, um zu sehen, wo sich diese Bombe befand. War das innerhalb oder außerhalb? Die Regierung wollte das aber nicht tun. Sie haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und sie wollten uns auch keinen Zugang zu den Büros gewähren. Wir haben gesagt, wir wollen auch nur Zugang zu den Überwachungsvideos vom Parkplatz, nicht von den Bürogebäuden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gebt uns Zugang zu den GPS-Daten des Autos. Dann hätte man sehen können, wo sich das Auto befand. Dann haben wir die Regierung gebeten, bitte geben Sie uns Zugang zu den GPS-Daten, sodass wir verstehen können, woher das Auto kam, wohin Sie gefahren sind. Aber das haben Sie auch nicht gemacht. Es gab einen Ballon, einen Sicherheitsballon im Luftraum. Damit wurden die Regierungsgebäude und der Palast überwacht. Und wir haben auch die Regierung gebeten, die Überwachungsvideos von diesem Ballon zu sehen. Dann sind wir noch zu weiteren Behörden gegangen, zur Gewerkschaft. Und wir haben alle gefragt, wo können wir Zugang bekommen? Wir möchten nur drei technische Dinge, aber sie haben ihre Türen verschlossen. Und deswegen sind wir zum Internationalen Strafgerichtshof gegangen. Der Fall wurde dann in drei Fälle aufgeteilt. Einmal dem Mörder, dann der den Mörder gefördert hat oder die Mittel zur Verfügung gestellt hat und dann dem Dritten, wer das unterstützt hat. Wir wollten also verstehen, wer der Mörder war, aber wir wissen, wer der sogenannte Facilitator ist, also der die Mittel zur Verfügung gestellt hat und wer unterstützt hat. Oder ist das der internationale Gerichtshof, der Ihnen dabei geholfen hat? Der Fall liegt nun auf dem Tisch des Internationalen Strafgerichtshofs, weil wir ja auch die Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs respektieren müssen. Aber in den nächsten Tagen und Monaten werden wir hoffentlich auch noch weitere Details öffentlich darlegen dürfen. Das ist nämlich jetzt noch eine laufende Untersuchung und deswegen müssen wir den Prozess weiter respektieren und da keinen Bruch erleben. Erwartungen Sie jetzt haben, was kann im besten Fall der Internationale Strafgerichtshof für Sie jetzt erreichen? Nun, nach der Tötung meines Bruders war es sehr schwierig, wieder zu kämpfen, wieder für unsere Rechte und seine Rechte zu kämpfen. Zu der Zeit haben wir ein Familienmitglied verloren. Mein Bruder war ein sehr prominenter Journalist, Autor und Kalligraph. Und er hat an der Universität in Indien studiert. Und nach seinem Tod haben viele seiner Professoren Videos geschickt und haben über sein Leben gesprochen. Und nach so einem großen Schaden, nach so einem schmerzvollen Ereignis, haben wir wirklich gedacht, das war's für uns. Wir hören jetzt auf. Er ist gestorben. Wir werden das Land verlassen. Wir werden fliehen. Und das war's. Alles ist vorbei. Das war auch
die Intention der letzten Regierung, uns zum Schweigen zu bringen. Aber dann haben wir gesagt, nein, unser Bruder wurde getötet und damit ist eine neue Tür geöffnet worden. Eine Tür zur Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht und Verantwortung. Natürlich haben wir unseren Bruder verloren, einen liebenswerten Menschen, aber das wird auch eine Tür öffnen für alle Afghanen, die ein Familienmitglied verloren haben und nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Wir wollten diese Tür weiter öffnen und auch alle Afghanen bitten, die unter solch einem Verbrechen leiden, zu uns zu kommen und zusammenzuarbeiten, Gerechtigkeit einzufordern. Und diese Tür ist geöffnet, da werden wir diejenigen, die an der Macht sind, zur Rechenschaft ziehen. Und wir glauben daran, dass die beste Rache Gerechtigkeit ist. Und wir wollen, dass die Gerechtigkeit erreicht wird. Und wir möchten die Verantwortlichen vor Gericht ziehen. Und diejenigen, die schon jahrelang gelitten haben, weil sie ein geliebtes Familienmitglied verloren haben, die sollen sehen, dass eines Tages die Gerechtigkeit obliegt und siegt. Das Schlusswort, finde ich. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Eigentlich wäre es jetzt schön, wenn Sie alle drei noch mal nach oben kommen und vielleicht sich um den Tisch versammeln, so hatten wir es überlegt. Und Sie können schon mal überlegen, ob Sie ein paar Fragen in petto haben. Wir haben hier ein Mikrofon. Kommen Sie vielleicht, would you please come up and... Bitte kommen Sie einmal hier hoch auf die Bühne. Wir haben leider nicht genug Stühle, aber wir haben diese beiden Tische. Hier vorne haben wir eine Frage. Das Mikrofon ist schon unterwegs. Zuallererst möchte ich Ihnen für Ihre Teilgabe danken und dass Sie uns die Möglichkeit geben, Sie kennenzulernen. Das ist ein kleines Fenster, das Sie für uns geöffnet haben, durch das wir jetzt schauen dürfen und Sie als Personen kennenlernen zu dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Das schätze ich sehr. Ich habe eine Frage zu Ihrem Leben hier in Deutschland. So wie ich das jetzt verstehe, werden Sie finanziell unterstützt? Sie können hier Ihre Meinung ausdrücken, Sie können schreiben, aber Sie sind ja weit weg von Ihren Ländern, von Ihren Freunden und Kolleginnen und Kollegen. Wie wichtig ist es für Sie, auch Ihre Community zu spüren? Aber jetzt sind Sie ja 10, 12 Stipendiaten. Wie wichtig ist auch diese Gruppe für Sie, mit der Sie Ihre Erfahrungen austauschen können? Und wie empfinden Sie diese Community und auch die Welt der Literatur, jetzt nicht nur innerhalb der PEN-Community, sondern auch in Kurdistan, in Iran, in der Türkei, sondern die Gesellschaft der Literatur an sich, wie treten Sie in Kontakt mit denen? Ja, die Damen zuerst. Ja, gerne. Gut. Das ist jetzt fast 2 Jahre, es wird bald 2 Jahre her sein, dass ich hierher gekommen bin. Und abgesehen von der PEN-Gesellschaft habe ich auch meine Freunde aus der Kunst und auch meine Freunde, die schreiben. Aber ich denke, ich kann mich gut an jede Umgebung anpassen. Deswegen bin ich vielleicht jetzt nicht die richtige Person für diese Frage. Aber es geht mir gut hier. Ich fühle mich gut. Und ich habe hier deutsche Freundinnen und Freunde,
Die kommen aus Bayern. Und ich bin der Meinung, dass wir uns immer zu sehr um Stereotypen kümmern. Bayern sind Rassisten. Nein, sind sie nicht. Es gibt Rassisten, die gibt es überall, nicht nur in Bayern, auch in der Türkei gibt es Rassisten. Ich glaube nicht an diese spitzen, scharfen Kanten im Leben. Nicht mehr. Das, was mich am meisten überrascht hat, ist, ich lebe in Nürnberg. Und als ich in dieses Haus gezogen bin, in dem ich jetzt noch lebe, habe ich meine Nachbarn kennengelernt, Deutsche, die so hilfsbereit waren. Zum Beispiel wurde mein Fahrrad gestohlen, dann habe ich ein neues bekommen. Ich brauchte irgendwas, das haben sie mir gleich gegeben. Deswegen hängt das immer von der eigenen Persönlichkeit ab. Die Bereitschaft, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Aber auch ich wurde von der deutschen Polizei geschlagen. Also da gibt es keine gerade Linie. Meine Erfahrung war so, aber vielleicht haben meine Freunde eine andere Erfahrung. Ja, ich stimme Nazli in gewisser Weise zu. Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Monaten hier. Es ist also noch nicht lang genug, um diese Frage wirklich beantworten zu können. Ich hatte in meinem Land viele Probleme. Und ich konnte in meinem Land nicht mehr arbeiten. Zum Beispiel hatten wir eine Zeitschrift. Und dafür bedarf es einer Zusammenarbeit. Und dann haben sie meine Freunde angerufen und gesagt, nein, ihr solltet mit Anissa nicht zusammenarbeiten. Aber ich glaube nicht nur an das Land. Denn wir sollten das, was wir tun können, für Freiheit in der Welt tun. Und ich fühle mich hier frei. Ich fühle mich hier okay. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu nichts mehr zunutze bin, weil ich nicht mehr in einem Land wohne, weil ich meine Freundin und Familie verlassen musste. Ich denke da sehr oft drüber nach. Aber hier können wir kämpfen, indem wir schreiben, indem ich darüber schreibe, wie man in meiner Muttersprache unterrichten kann, meine Sprache, die man in Iran nicht sprechen darf. Und ich kann hier über die Situation in Iran schreiben. Ich kann über diese Probleme in Kurdistan hier offen berichten. Baktash, wie ist es bei Ihnen? Ja, ich komme ja aus der östlichen Welt und es gibt Unterschiede zwischen Ost und West und da gibt es natürlich immer auch Klischees. Also auch jetzt aus dem Osten über den Westen und andersrum. Im Westen gibt es keine Konflikte, da gibt es keine Probleme und so weiter. Und deswegen fühlen sie sich anders als der Rest der Welt, der unter dem Joch des Konflikts steht, als Beispiel. Und dann kam ich hierher und habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt im Kontakt mit der deutschen Bevölkerung. Und da habe ich oft auch gesehen, wie falsch diese Vorurteile waren. Ich sehe, wie freundlich sie sind mit verschiedenen Leuten. Natürlich gibt es, was die Aufnahme von Migranten angeht, gewisse Grenzen für einzelne Länder, was die Anzahl angeht.
Und diese Willkommenskultur in Deutschland den Migranten gegenüber ist anders als in den anderen Ländern. Ich als Afghane war Partner der deutschen Regierung, als sie in Afghanistan waren. Und so wie ich das sehe, haben sie große Verantwortung geschultert bei der Aufnahme der afghanischen Flüchtlinge. So sehe ich das. Und so wie dieses Land aufgebaut ist, sehe ich auch, dass sich die deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger verantwortlich fühlen für ihr eigenes Land und die MitbürgerInnen. Und leider ist das nicht so in den östlichen Ländern. Dort sitzt jeder nur und wartet auf die Regierung, die Dinge zu richten. Einfach immer nur warten, dass die Regierung was anpackt. Aber hier kann man lernen, dass man ein Land nur dann erfährt im Kontakt mit anderen Menschen, wenn man auch deren Hilfe und Unterstützung erfährt. Man sieht die Menschen auf der Straße, wie sie ihre Hunde ausführen, wie sie ihren Müll recyceln. All das sieht man, wenn man rausgeht und offene Augen hat. Und das habe ich gelernt und so viel mehr. Ein mündiger Bürger, eine verantwortungsbewusste Bürgerin schafft so ein entsprechendes Land. Eine Zwischenfrage stellen. Sie verstehen sehr gut Deutsch. Wo haben Sie das gelernt? Aber kann nicht sprechen in Deutsch. Doch. Aber ich aber das ist ein bisschen, das ist eine gute News, dass ich habe zwei Schwestern. Sie gelernt Deutsch in 10 Monaten. Super. Und eine Schwester ist von 14 Jahre alt und schreiben und Deutsch Poem. Wow. Ja, und ich habe und meine Handy. Und ich kann schenken mit dir, das ist ein bisschen interesting. Wunderbar. Für dich. Ja, danke schön. Danke. Sehe ich einen Arm? Ja. Hier auch. Ich weiß nicht, wer. Aber sie kommt gleich. Hallo. Ja, hallo. Auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie all das hier mit uns teilen. Das war wirklich sehr inspirierend, auch manchmal schwierig. Aber ich möchte Ihnen doch dafür danken. Ich arbeite für einen kleinen Kanal hier in Hamburg. Das ist ein kleineres Projekt, wo wir junge SchriftstellerInnen und MigrantInnen zusammenbringen, die dann über ihre Erfahrungen berichten können. Und wir bringen diese in Kontakt mit deutschen Familien, mit Deutschen hier. Und immer ein Flüchtling und ein Deutscher. Das ist dann quasi ein Tandem. Und die sind oft so jung, dass sie Angst haben, über ihre Erfahrungen zu berichten. Können Sie vielleicht hierzu etwas sagen? Wie können wir Ihnen helfen? Haben Sie das übersetzt bekommen? Ich kann es noch mal eben auf Deutsch zusammenfassen, was die Dame. Ja, oder sagen Sie es doch bitte noch mal auf Deutsch. Okay, ich arbeite bei einem Magazin hier in Hamburg und wir schaffen Raum für die. Oh. Dann mache ich es kurz so. Ich arbeite bei einem kleinen Magazin hier in Hamburg und wir schaffen Raum für die Stimmen von geflüchteten Menschen und haben da ein sogenanntes Schreibtandem-Projekt, wo wir geflüchtete Menschen oder migrierte Menschen zusammenbringen mit Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Und da sind ganz, ganz viele junge Jugendliche oder auch junge Erwachsene dabei, die manchmal noch sehr verhalten sind, ihre Geschichten zu teilen. Und deswegen meine Frage an die drei AutorInnen oder die zwei Autorinnen und den Journalisten, um einen Rat oder einen Tipp an diese jungen Menschen, die ihre Geschichten teilen wollen. Please. Wieder bitte erst die Ladies, die Damen zuerst. Aber ich habe doch vorhin schon angefangen. Okay, dann werde ich den Anfang wagen. Also ich habe natürlich darin viel Erfahrung.
Als ich angefangen habe, mit Medien zu arbeiten, war ich 21 Jahre alt. Ich war damals der Jüngste. Als ich dann angefangen habe, fürs Fernsehen zu arbeiten, da habe ich politische Shows moderiert, hat der Chef mich ausgelacht und hat gesagt, mach doch ein Musikprogramm, irgendwas mit Rock, warum denn Politik? Erklär mir mal, warum. Und da habe ich ihm gesagt, gebt doch den Leuten mal eine Plattform, auf der sie sich trauen können, über ihre Ansichten zu sprechen, über ihre Überzeugungen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu trauen. Und da wurde mir oft gesagt, das ist nicht möglich. Aber ich habe gesagt, nein, ich schaffe das. Und so habe ich die Möglichkeit bekommen, nicht nur politische Shows zu moderieren. Ich hätte sogar Entertainment-Shows machen können und das wollte ich nicht. Und da wurde mir auch gesagt, na ja, du bist so klein und du hast auch langes Haar. Und mit langem Haar kann man doch keine politischen Shows moderieren. Dann bin ich jetzt zum Friseur, habe da mein Haar abgeschnitten. Ich war zwar immer noch klein, aber ich habe dann ein paar Schuhe gekauft mit höherem Absatz und dann bin ich wieder dahin und habe gesagt, ja, ich möchte mich noch mal vorstellen. Und dann hat er gesagt, du siehst ganz anders aus, was ist passiert? Und ich habe gesagt, ja, ich bin engagiert. Gebt mir jetzt die Möglichkeit. Ich werde diese Chance umsetzen und ich werde euch zeigen, ich kann das machen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn du jetzt also so engagiert bist, wenn du sogar gewillt bist, deine Frisur zu ändern, dann okay. Aber dann nicht alleine, sondern es gibt noch andere sehr bekannte Journalisten und wir bringen dich mit dem zusammen. Und dann waren wir also jetzt zwei, die moderierten und ein Gast. Der eine war älter, der war Professor, der war wirklich respektiert, einer der beiden Moderatoren. Und als er dann Fragen gestellt hat, da dachte ich mir, was sind denn das für komische Fragen? Und dann habe ich die taffen Fragen gestellt und dann war der andere ruhig. Und dann hat er gesagt, nein, 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 also das schaffst du, du kannst das weiterentwickeln. Das war der Anfang meiner Karriere und ich habe einen Namen. Dann, ich wurde immer bekannter. Und anderen hat man gesagt, nein, ihr dürft nicht in dieses Programm kommen, weil uns euer Verhalten nicht gefällt und dann können wir so die Frage nicht beantworten. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen meine Fragen anders zu formulieren. Dann bin ich sogar ins Parlament, dann habe ich ganze Kampagnen umgesetzt. Und ich komme aus keiner politischen Familie, ich komme aus einer Familie, die schreibt. Und habe gesagt, ja, man muss sich einfach trauen. Das war also der Anfang einer langen Reise, einer langen Geschichte. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Details mit Ihnen teilen, aber ich wollte einfach nur sagen, dass man sich trauen soll, einfach mal die Stimme zu erheben. Ja, ich meine, mir wurde gesagt, ich darf den Anfang machen. Nächste Frage. All right, I will speak in English and... Ich werde meine Frage auf Englisch stellen und dann kann ich sie ja nochmal auf Deutsch wiederholen. Also ich habe jetzt diese Gruppe an Menschen hier erlebt und gesehen, dass sie ein Interesse an dem haben, was in der Welt passiert. Ich habe eingesehen, dass wir hier im Westen in einer Demokratie leben. Und eine Demokratie eröffnet einem wunderbare Möglichkeiten, wo man diese furchtbaren Dinge nicht hat, wie Gefängnis, wo man seine Stimme nicht erheben darf und so weiter. Aber bei der Demokratie gibt es auch eine gefährliche Dimension. Denn man kann die Demokratie nicht erzwingen. Die Demokratie muss von dem Volk gewählt werden. Wir hier im Westen müssen also wirklich vorsichtig sein und aufpassen, dass unser demokratisches System nicht unterwandert wird, sondern es fortdauert.
Und wenn irgendjemand versucht, dies zu verändern, wie zum Beispiel, wie es im Top-1-Land zumindest für mich passiert ist, in den USA, und dann irgendein Idiot wie Trump daherkommt, der versucht, die Demokratie zu brechen. Also was ich sagen wollte, im Vergleich zu den östlichen Ländern mit den Problemen, der Sie sich stellen müssen, soll ich das auf Deutsch übersetzen? Nein, bitte jetzt mal zur Frage kommen. Als Journalistinnen, berichten Sie aus Deutschland über das Internet, also nutzen Sie das Internet, um aus Deutschland über Afghanistan zu berichten? Und meine ganz spezielle Frage, sind Sie frei zu berichten oder werden Sie bedroht von der Regierung in Afghanistan? Haben Sie hier Leute in Deutschland, die Sie bedrohen, wie zum Beispiel auch Russland? Da werden die Leute auch hier von Russland getötet, aus politischen Gründen, weil sie in der Opposition sind. Fühlen Sie sich hier sicher als Journalist oder müssen Sie hier inkognito sein? We did not stop our work. Wir haben nicht mit unserer Arbeit als JournalistInnen aufgehört, als Familie. Ich habe das ja schon erwähnt, es wurde auch schon anfangs erwähnt. Mein Vater hat eine Zeitung. Diese Zeitung kann nun nicht in Afghanistan vertrieben werden, aber wir haben eine Online-Version dieser Zeitung. Und wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, um auch den Afghanen Nachrichten zu bringen. Meine Brüder arbeiten daran und wir berichten tagtäglich. Wir arbeiten als JournalistInnen und mein verstorbener Bruder hat schon gesagt, es ist wie das Arbeiten auf einem Minenfeld. Man steht immer vor Herausforderungen. Man hat häufig die Behörden, die ein Feind sind. Dann gibt es die Verbrecher, die Kriminellen, die die Feinde sind. Dann haben wir diejenigen, die die Meinungsfreiheit unterdrücken, das sind die Feinde. Die Meinungsfreiheit steht immer, ist immer in einer Situation der Bedrohung. Aber wir arbeiten trotzdem weiter als Journalisten und wir arbeiten professionell weiter. Wir nehmen niemals eine gewisse Seite ein. Wir berichten immer über die Wahrheit. Und die Wahrheit hat Feinde. Unsere Feinde sind keine persönlichen Feinde. Unsere Feinde sind die Feinde der Wahrheit, die Feinde der Meinungsfreiheit. Sie sagten, dass Sie hier eine Demokratie haben. Eine Demokratie ist kein Geschenk und eine Demokratie wird nicht exportiert oder importiert. Eine Demokratie muss wachsen und muss vom Volk unterstützt werden. Da stimme ich voll mit Ihnen überein. Und deswegen sagen wir auch, dass Afghanistan die Möglichkeit hat, eine Demokratie zu sein. Die Afghanen sind losgezogen und haben an dem Tag gewählt. Aber keiner in den westlichen Ländern hätte gewählt, wenn Sie bedroht worden wären. Wir wurden nämlich bedroht, dass uns der Finger abgeschnitten werden würde. Die Taliban haben gesagt, wenn ihr wählen geht, dann wird euer Finger abgeschnitten. Das ist der Preis der Demokratie in Afghanistan. Mein Bruder war ein Preis, der gezahlt wurde für die Meinungsfreiheit. Hunderte, tausende Afghanen wollen das nicht und sind engagiert und arbeiten daran. Wir wissen, Demokratien sind keine Geschenke, es ist kein westlicher Wert, es ist ein Wert der Menschheit. Die Natur der Menschheit ist demokratisch. Wer möchte keine Demokratie? Wer möchte nicht jemanden auswählen, der einen beherrscht? Oder wer möchte nicht wählen? Jeder möchte wählen. Und deswegen bin ich gegen diese Unterteilung westlich, östlich. Demokratie ist ein weltweiter Wert und jeder sollte dafür kämpfen. Und wir kämpfen immer noch dafür. Wir sind nicht hoffnungslos. Wir hoffen, dass wir eines Tages wieder die Möglichkeit haben, für die Afghanen in Afghanistan sprechen können.
Jetzt ist die Zeit schon so fortgeschritten. Wir haben, ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Ich glaube, es ist wirklich, ja. Ich wollte auch noch etwas sagen. Entschuldigung. Danke. Ich wollte gerne noch etwas zu dem Herrn hier sagen. Vielen Dank für Ihre Worte zur Demokratie. Da stimme ich voll und ganz überein. Aber ich denke, dass diese Unterteilung westlich, östlich, nördlich, südlich. Nun, wir haben eine große Migrationskrise weltweit, vor allen Dingen zwischen Afrika und Europa. Aber vergessen Sie nicht, wir sind alle Immigranten auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, ob wir das sehen werden, aber wir haben eine große Klimakrise, die vor uns liegt. Also natürlich könnt ihr euer Leben genießen in Deutschland, in Schweden oder in Frankreich, wo auch immer, auf Ibiza vielleicht und Party machen. Aber eines Tages wird es so sein, Schnips, und wir werden selber Immigranten sein. Also Empathie wird immer helfen. Vielen Dank. Anissa? Ja, Sie sprachen über die Demokratie auf der Welt. In Kurdistan zum Beispiel, da kämpfen die kurdischen Kämpfer gegen Daesh. Und man sieht, ja, die Kurden kämpfen gegen Daesh. Und letztendlich wird dann aber gesagt, dass wir die Terroristen sind. Es gibt Hunderte und Tausende Menschen, die getötet wurden in diesem Kampf gegen ISIS-K. Das sind Tausende Menschen. Und letztendlich wird ihnen dann gesagt, ihr seid Terroristen, und das stimmt einfach nicht. Und das ist auch nicht der Gedanke einer Demokratie. Ja, also wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, aber ich will es jetzt nur noch mal in den Raum werfen, dieses Abkommen zwischen Erdogan und Schweden. Das ist natürlich, eigentlich wollte ich euch beiden fragen, wie es euch damit geht, denn es gibt ein Auslieferungsabkommen zwischen Schweden jetzt und Erdogan. Und wir wissen ja, wie Erdogan Terrorismus definiert. Ja. Man muss ja nur eine bunte Flagge führen und schon ist man ein Terrorist. Man muss nur ein Künstler sein. Man muss irgendwie in irgendeiner Form nicht dem normalen Menschen. Just have a body of a woman. Ja. It's enough to be a terrorist. Ja, oder man muss nur eine Frau sein oder den Körper einer Frau haben, um terroristisch zu sein. Inzwischen, es muss für euch sehr schlimm gewesen sein, diese Nachricht zu hören. Denn das bedeutet ein Freibrief oder es bedeutet eine starke Verschlechterung der Situation, auch in Schweden. Ja. I have been listening to my friend. Nun, ich habe meinem Freund zugehört über Afghanistan und ich habe über die Immigrationspolitik der Türkei in Bezug auf Afghanistan nachgedacht und über die Kriminalisierung der Afghanen und der Pakistani in der Türkei. Historisch gesehen wurden erst Kurden kriminalisiert, dann kamen die syrischen Flüchtlinge, sie wurden kriminalisiert. Dann haben sie sich von den Syrern entfremdet und jetzt haben wir tausende Pakistani in der Türkei als Immigranten und Flüchtlinge. Und ich kann gar nicht glauben, was ich da sehe. Da gibt es so einen starken Anstieg des Faschismus in der Türkei. Ich fühle mich da wirklich zwischen zwei Stühlen gefangen. Ich kann nur sagen,
dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, an welche Medien wir glauben, an welche Ressourcen wir nutzen. Stellen Sie Fragen, denken Sie doppelt über Dinge nach. Ja, und vielleicht noch ein Wort zu Kurdistan. Kurdistan ist ein Land. Es ist geteilt in vier Teile und ein Teil befindet sich in der Türkei. Und die Regierung in der Türkei will ihnen keine Rechte einräumen. Und wir sind keine Terroristen, wir wollen einfach nur unsere Rechte in Iran, in der Türkei. Ja, vor einigen Jahren haben sie nur so getan, als würden sie den Frieden wollen. Es geht immer nur darum, dass Menschen ausgenutzt werden. Es ist das Gleiche mit den Kurden, mit den LGBTQ, mit den Frauenrechten. Das ist einfach nur eine Scheinheiligkeit, eine scheinheilige Regierung. Ich muss wahrscheinlich aufpassen, was ich hier sage. Gehen. Thank you very much. Dankeschön. Pleasure. Thank you. For being here. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ihr Interesse und dass Sie so lange durchgehalten haben. Fast zwei Stunden sitzen wir jetzt hier schon. Das ist toll. Dankeschön. Und guten Weg nach Hause. Applaus